Jesus, das ist unser Gebet, das jetzt ströme Heiligen Geistes, Heiligen Wassers, Vater, kommt auf Israel, Herr. Dass dein Friede jetzt kommt auf dieses Land, auf diese Nation, auf die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, Herr. Vater, wir beten, Herr, dass du wirklich Engelsheere aussendest, Herr. Und Vater, die Situation in Israel wendest, Herr. Vater, wir bitten dich, wir rufen dich an hier von Stuttgart und wir spüren deine Kraft, wir spüren deine Macht, wir spüren deine Herrlichkeit und du bist der Hörer des Gebets und du bist der Gott der rechtzeitigen Hilfen. Wir wissen, du hörst uns, Herr, und du handelst, Herr. Du bist nicht passiv, Herr, sondern du handelst, Herr. Vater, wir danken dir, Vater, für dein Wort, für deine Zusagen. Und danke, Herr, dass du heute Morgen auch jedem Einzelnen hier und über Livestream persönlich begegnen möchtest, Herr. Vater, wir danken dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Es bewirkt alles, wozu du es ausgesandt hast. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Es ist wie ein verzehrendes Feuer. Und Vater, wir wollen heute Morgen von dir empfangen. Danke, dass du deine Kinder stärkst und segnest, Herr, auch heilst, Herr, und herstellst, Jesus. Wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart hier im Haus des Herrn und wir ehren dich in Jesu Namen. Amen, Amen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. So viele sind heute Morgen hier hergekommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen alle am Livestream, auch der ganze Online-Campus, Family, national und international. Wollen wir herzlich willkommen sagen. So schön, dass ihr mit dabei seid. Und Raffi, vielen Dank, ja, dass du uns so in Gottes Gegenwart geführt hast. Es ist so, so stark, so den Tag zu beginnen. Und ich möchte noch einen Eindruck weitergeben, bevor wir gleich in Gottes Wort hineingehen werden. Und zwar gab es ein Bild, ja, dass heute einige Leute entweder hier sind oder zuschauen. Und du kriegst heute von Gott einen goldenen Schlüssel. Ja, und dieser Schlüssel war gar nicht so groß. Für manche, die kannte den Schlüssel, ja, und du hast ganz vergessen, dass es diesen Schlüssel gibt. Ja, so geht es manchmal, wenn man Jesus nachfolgt. Und für andere ist das ganz neu, ja. Und du denkst, das ist nur ein kleiner Schlüssel, aber dieser kleine Schlüssel macht eine riesige Tür auf, eine Tür des Segens für dein Leben. Und du wirst nach diesem Morgentau wissen, was dieser goldene Schlüssel ist, den Gott dir heute wieder oder zum ersten Mal auch Gott dir in die Hand gibt. Genau. Heute sprechen wir über Psalm 137 schon. Ja, ihr seht, die Psalme, es gibt 150 Psalme, sind schon ziemlich ja, in der Schlussphase. Ja, Psalm 137 und es ist ein sehr, sehr bekannter Psalm. Ja, es ist auch ein trauriger Psalm, er ist ein kurzer Psalm, er hat nur 9 Verse. Und in meiner Bibel, ja, die Überschrift über diesen Psalm, da heißt die Klage der Gefangenen in Babylon. Und ich möchte den Psalm jetzt kurz runterlesen. Ja, da fängt es an im ersten Vers. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Harfen. Denn die uns gefangen hielten, ja, im Moment, man sagt, circa 200 Menschen sind gefangen im Gazastreifen. Denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen. Und die uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Sing doch eins der Lieder von Jerusalem. Doch wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist. Herr, denk doch daran, was die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonische Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Babylon, du selbst wirst zerstört werden. Der ist gut dran, der Vergeltung an dir übt, für das, was du uns angetan hast. Der ist gut dran, der deine kleinen Kinder an den Felsen zerschmettert. Und es sind natürlich ganz, ganz heftige Worte. Ja, das müssen wir erstmal einordnen können. Ja, was geht da überhaupt ab in diesem Psalm? Ja, und
diese Eröffnungszeilen, ja, an den Strömen Babels oder Babylons, ja, da wurde ganz, ganz viele Lieder verfasst, ja, mit diesen ersten vier Versen. Und die Älteren unter uns, die wissen vielleicht, früher gab es ein Lied von Bonnie M., ja, The Rivers of Babylon, ja, auf Babylon. Das wurde 1978 veröffentlicht und es ist wohl einer der ältesten Texte in der Popmusik, ja, wo sie genau über das singen, ja, wie die Juden dort an den Flüssen Babylons sitzen und weinen und an Israel, an Jerusalem denken. Und jetzt müssen wir wissen, ja, das war alles 586 vor Christus, ja, als die Babylonier, ja, unter Nebukadnezar dem II. Jerusalem erobert hat, Israel erobert hat, die heilige Stadt der Juden auch zerstört hat, komplett zerstört hat. Und dann ging das babylonische Exil los, ja, die babylonische Gefangenschaft wird diese Epoche in der jüdischen Geschichte auch bezeichnet. Und da die Theologen, die Historiker, die streiten bis zu, wann war der genaue Zeitpunkt. Ja, es gab ja auch mehrere Deportationen, wo die Juden weggeführt wurden. Ja, es gab genauso mehrere Rückführungen, man spricht von drei Rückführungen, 70 Jahre nach dieser Gefangenschaft. Und dieser Name Babel, ja, in der Bibel, das steht auch für Gericht, für Gewalt und auch für Gottlosigkeit. Und viele altorientalische, ja, Quelle, die preisen Babylon, ja, wegen seiner Pracht und seiner Größe als Nabel der Welt. Ja, das war so richtige Vorzeigestadt, so vielleicht wie heute Dubai oder andere Stadt, ja, und dort in der Wüste. Und dieser Psalm, ja, der beschreibt jetzt diese Sehnsucht der verschleppten, ja, der gekidnappten Juden, ja, die Sehnsucht nach ihrer Heimat, nach Jerusalem, nach Zion, ja, wo der Tempel Jahwe stand, früher, bevor er zerstört wurde. Und der Psalm ist in zwei Teile gegliedert, ja, die Einleitung, das ist ja sehr melancholisch auch geschrieben, aber im zweiten Teil sieht man richtig, wie auch Hass rauskommt und wie sie richtig auch die Rache Gottes erwarten gegen denjenigen, die sie versklavt haben. Und der Psalm, da wird interessanterweise, da wird nicht jetzt David, sondern dem Propheten Jeremia zugeschrieben. Und er hat ja schon im Vorfeld auch prophezeit über diese Sklavenschaft, ja, über dieses Gericht, über das Haus Juda. Ja, und dieser Wunsch, ja, der kommt da voll zum Ausdruck, ja, wie sie wieder zurück wollen nach Israel, zu ihrem Tempelberg, wie sie wieder anbeten wollen, wie sie die zerstörte Stadt auch wieder aufbauen wollen und diesen Tempel Salomos wieder komplett herstellen wollen. Und diese Vertreibung, ja, dieses Gericht, es wurde ja von einigen Propheten vorangekündigt, ja, weil einfach so viel Untreue da war in dem Volk, ja, und der an vorderster Front da gekämpft hat für die Umkehr zu Gott, das war halt nun mal Jeremia. Und er schreibt zum Beispiel in Jeremia 1, Verse 15 bis 16, ja, da prophezeit er das schon. Da sagt er, von Norden her ergießt sich das Unheil über alle Bewohner des Landes. Dann wird Gott sein Urteil über sie sprechen und sie strafen, weil sie mich verlassen haben, anderen Göttern geopfert und das Werk ihrer eigenen Hände angebetet haben. Ja, also Israel hatte ein großes Problem gehabt mit Götzendienst. Ja, sie haben sich von Gott abgewendet, haben sich andere Götter reingeholt, ja, und haben angefangen, sie anzubeten, sogar das Werk ihrer eigenen Hände. Jeremia 2, Vers 28, ja, da mahnt der Prophet an und sagt, wo sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie mögen sich erheben, falls sie dir helfen können, wenn du in Not bist. Denn so zahlreich wie deine Städte, Juda, sind deine Götter. Und dann können wir lesen im Jeremia 25, Vers 11, ja, wo er das dann ankündigt. Schließlich kündigt Jeremia dem Volk die Verschleppung nach Babel als Strafe für ihre Verfehlung gegen den Herrn an. Dieses Land wird zum Trümmerfeld und zu einem Bild des Entsetzens. Und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Ja, also 70 Jahre war diese Gefangenschaft dort unter Nebukadnezar. Jeremia 25, Vers 12. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihre Missetat willen. Dazu das Land der Chaldäer
und will es zur ewigen Wüste machen. Ja, und das können wir in Jesaja 13 schon lesen, wie das dann auch passiert ist. Ja, also diese Worte Gottes sind wirklich auch in Erfüllung gekommen. Aber unser Gott ist ein Gott der Gnade. Ja, auch im Alten Testament können wir immer wieder seine Gnade und seine Barmherzigkeit rauslesen. Ja, nur 4 Kapitel später in Jeremia 29, Vers 10, da heißt es mal, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Ja, also auch da schon wieder sieht man wieder die Barmherzigkeit, die Gnade, ja, die Treue Gottes, ja, wie sie durchbricht nach diesem Zeitraum auch des Gerichtes. Und der Prophet Jeremia, der kündigt es schon an, ja, dass die Rückkehr des Volkes Israel kommt. Und er kündigt auch schon an diese harte Bestrafung der Chaldäer. Aber man sieht natürlich auch die Drohung, ja, den starken Hass in dem zweiten Teil. Ja. Und obwohl es ja manche Juden dort in dieser Gefangenschaft gar nicht so schlecht ging. Ja. Wir können zum Beispiel von Daniel lesen, schon im Kapitel 1. Ja, er wurde ja an dem Staatsapparat, er wurde ja ganz hoch befördert. Und viele ging es eigentlich dort gar nicht so schlecht. Und dann 539 vor Christus erlaubte dann Kyros der Zweite, der König von Persien, als er an die Macht kam. Und er, wir wissen ja, er erlaubte dann die Rückkehr der Verschleppten, ja, in ihre Heimat, nachdem er das Babylonische Reich auch erobert hat. Und jetzt gehen wir in den Text, ihr Lieben. Im Vers 1, da heißt, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Ja, und das Babylon noch einmal, das war eine der wichtigsten Städte des Altertums. Ja. Das lag circa 90 Kilometer südlich von Bagdad, ja, im heutigen Irak. Und in einer Region zwischen zwei Flüssen, Euphrat, Tigris, deswegen wird es auch genannt, das Zweistromland oder Mesopotamien. Und die Ströme sind Babel, Euphrat mit seinen Nebenflüssen, ja, Tigris und auch der Dschabur. Ja, das sind alle so viele Flüsse, die dort in dem Gebiet auch zu dieser Zeit waren. Und die Flüsse haben im Judentum immer eine wichtige Bedeutung. Ja, man wisse, der wichtigste Strom, er kommt direkt vom Himmel, ja, die Ströme lebendigen Wassers, ja, dieser ewige Fluss. Und auch im Neuen Testament können wir zum Beispiel lesen, der Apostelgeschichte 16, ja, wie sich die Juden zum Beten versammelt haben an einem Fluss. Ja, da heißt mal, am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Ja, die haben schon damit gerechnet, dass irgendwo an einem Fluss dort diese Gebetsstätte sein wird. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden haben. Ja, da wissen wir die ganze Geschichte mit Lydia, die reiche Kauffrau, ja, die dann auch geholfen hat und unterstützt hat. Jetzt heißt hier, an den Flüssen Babylons saßen wir. Ja, die hatte keine Kraft mehr zu stehen, ja, weil sie so in Trauer waren, weil sie so verzweifelt waren. Ja, und jetzt fragen wir uns, über was weinten sie eigentlich? Ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, so eine Verschleppung. Und man konnte jetzt vorletzten Samstag sehen, wie eine Verschleppung ablaufen kann mit äußerster, brutalster Gewalt. Ja, das ist nicht so, das heißt, ihr fährt jetzt der Bus, ihr könnt jetzt nach Babylon fahren mit Mord, mit Vergewaltigung, mit ganz, ganz schrecklichen Dingen. Ja, und sie haben getrauert, ja, über die geliebten Menschen, die sie verloren haben, aber natürlich auch die Verlust ihrer Heimat, dass sie getrennt sind, ja, von Israel, von Jerusalem getrennt sind, was sie verloren hatten. Und ja, es heißt, wir weinten, ja. Und das Gute, ihr Lieben, ist, dass Jesus, er hat so ein großes Mitleid, so ein starkes Mitgefühl. Ja, er kann mit denen mitfühlen, die zerbrochenen Herzen sind. Auch jetzt, ja, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, ja, von Menschen in Israel, ja, die richtig leiden, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, und wir werden gleich aufhören, dafür beten. Im Hebräer 4, Vers 15 bis 16, da heißt es mal, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Und wenn du Trauer in deinem Leben hast und wenn dich das jetzt bedrückt, also mich hat es unheimlich bedrückt jetzt am Samstag, am Sonntag, diese Bilder, ja. Und was ist das Beste zu tun? Ja, dass man das bei Jesus ablege, dass man zu Jesus komme, ja. Er ist der beste Tröster. Jesaja 66 heißt, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet. Und wir werden den Trost auch gleich über ganz Israel richtig mächtig aufreißen. Dann im Vers 2 heißt, an die Äste der Weide hängten wir unsere Harfen. Sie waren einfach unfähig, ja, zu singen. Und das Interessante ist, ja, sie haben die Harfe nicht gebrochen, ja, sie haben sie auch nicht weggeschmissen oder irgendwie verbrannt, ja, sie haben sie an die Bäume gehängt, ja, sie haben sie in die Luft gehängt, ja, in Richtung Gott. Das heißt, sie hatte dort doch auch Hoffnung, ja, sie hatte doch noch Hoffnung, dass eine Zeit kommen wird, wo sie die Harfe wieder brauchen werden, ja, und wieder im Lobpreis singen können. Dann Vers 3, da heißt, denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen. Und die uns peinigten, ja, quälten, wollten Freudenlieder hören. Ja, singt doch eins eurer Lieder von Jerusalem. Ja, komm auf. Es war den Feinden bekannt, ja, diese besondere Verbindung der Liebe der Juden mit Jerusalem, mit dem Tempel. Und deswegen war es auch so grausam, ja, das als Unterhaltung haben zu wollen, ja, fordern, zu fordern, ja, wenn sie genau wussten, wie auch schwerfällig sie waren, ja, wie, dass sie kein Lied mehr in ihrem Herzen hatten. Und der Schmerz war noch tiefer, der wurde noch tiefer getrieben, nicht nur, weil sie nicht singen konnten, sondern weil sie genau wussten, sie haben dann gesungen, ja, als sie in einem Liebesverhältnis zu Gott waren, in einer ganz tiefe, innige Beziehung. Dann singst du diese Liebeslieder, dann singst du diese Lobpreislieder. Und sie wusste, da war ein Bruch. Sie wusste das und sie haben das voll auch ausgenutzt. Nach dem Motto auch, wo ist jetzt euer Gott? Ja, wie echt ist denn eure Beziehung überhaupt zu Gott? Ja, und wir kennen das auch, dass man manchmal vielleicht auch getestet wird. Ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Ja, oder wo es heißt, wie echt bist du an Christ überhaupt? Ja, wie echt ist denn überhaupt deine Beziehung? Ja, wir kennen diese Momente. Und ich hatte auch bei der Vorbereitung hatte ich auch den Eindruck für einige hier, die sich auch gerade in so einem Tal befinden. Ja, und du sagst, dir geht's auch nicht gut, ja, und du bist auch in so einer Lebenskrise drin. Und im Psalm, da heißt es mal, was stöhnst du, Seele, in mir so sehr, ja, harre auf Gott und ich werde ihm noch danken für sein Angesicht, ja. Und für einige ist jetzt einfach dran, an Gott richtig stark festzuhalten. Und Gott wird die Zeiten ändern, ja, und es wird wieder Zeiten kommen, wo du richtig Gott auch lobpreisen wirst und groß machen wirst. Es heißt im Vers 4, doch wie könnten wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Ja, wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, so soll meine rechte Hand gelähmt werden. Und der Psalmist macht jetzt eigentlich, wie ich kann sagen, einen Schwur, ja, dass er niemals wieder mit seiner Hand die Harfe spielen und mit seinem Mund die Lieder singen könnte, ja, wenn er einmal Israel oder Jerusalem, seine Heimat, vergessen würde und somit immer auch der Bezug zum Tempel und somit immer auch der Bezug zu Gott. Ja, und es ist ja interessant, ja, mit der rechten Hand spielst du die Harfe, ja, mit deinem Mund singst du. Vers 5, wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Ja, mit einer gelähmten Hand kannst du einfach nicht mehr Harfe spielen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist. Ja, das sieht man, diese Verbindung, Jerusalem, Tempel, Gott, ja, das ist ihre höchste Freude. Weil Jerusalem steht für verschiedene Dinge. Jerusalem steht für Bund, ein Bund mit Gott, den sie haben, den Tempel, ja, wo Gottes Gegenwart und Kraft da war, wo die Königschaft Gottes gefeiert wurde, wo ein Ort war der Versöhnung, wo ein Ort der Wiedergutmachung war, ein Ort der Vergebung. Und diese babylonische Eroberung, ja, die hat zwar das erste jüdische Staatswesen, ja, beendet oder auch die Zeit des ersten Tempels, ja, aber es konnte niemals die Verbundenheit der Juden, ja, mit ihrem Land, ja, mit Eretz Israel, konnte es niemals brechen.
Und es ist ganz interessant, ja, John Trapp, der hat, ein Historiker, der hat mal geschrieben, dass die Juden in der Zeit, ja, wenn die Häuser dann gebaut haben, haben sie immer einen Teil ihrer Häuser nicht ganz fertiggestellt, immer weil sie den Gedanken haben, immer um sich daran zu erinnern, dass der Tempel zerstört ist, ja, immer, und die haben das in ihrem eigenen Haus im Grunde genommen umgesetzt, immer als mahnende Erinnerung, der Tempel muss wieder aufgebaut werden. Und dieses Verlangen ist bis heute, ja, in dem Volk der Juden ganz, ganz tief verwurzelt und verankert. Vers 7, Herr, denk doch daran, was die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonische Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Ja, und diese Worte, ja, die Halle, den Juden noch nach, ja, diese Brutalität, weil die Edomiter, das waren eigentlich Nachbarn, ja, das war eigentlich eine Nation, ja, das war eigentlich ein Bruder von Jakob, die Edomiter, ja, der Isaak, aus dem Isaak kamen die raus und die wurden zu bitteren Rivalen, ja. Und sie waren auch bekannt für ihren Hass, ja, eigentlich ihre Cousins, ja, die waren bekannt für ihren Hass auch gegen Israel, ja. Und er bittet hier Gott, ja, die Leute auch, dass Gott die Edomiter richtig richten wird, ja. Und da müssen wir natürlich an Obadja 1, Vers 12 denken, ja. Da heißt, du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not, ja. Das heißt einmal, nicht ungestraft bleibt der, der sich über das Unglück anderer freut. Ja. Und Gott bewahre uns, ja, dass wir uns über Unglück anderer Menschen freuen. Vers 8, Babylon, du selbst wirst zerstört werden. Der ist gut daran, der Vergeltung an dir übt für das, was du uns angetan hast. Und hier wird jetzt nochmal dieser Gedanke auch intensiviert, ja, auch die Zukunftsgeneration von Babylonern, ja, angesprochen. Und er hat es zu einem Gebet zu Gott gemacht, ja, gegen diese Edomiter. Und das ist im Grunde genommen eine richtig auch eine hasserfüllte Geschichte, ja. Und ist ganz anders auch das, der Geist vom Neuen Testament. Aber das werden wir gleich auch nochmal anschauen. Vers 9. Der ist gut daran, der deine kleine Kinder an den Felsen zerschmettert. Ja, und sowas erschüttert dich, dass sowas überhaupt in der Bibel drinstehen kann, ja. Aber da wurde ausgedrückt, was eigentlich in deinem Herzen los war. Und es sagt eigentlich auch nur jemand, der auch richtig traumatisiert ist, ja. Der selber das gesehen hat, wie das vielleicht seinem eigenen Volk, seiner eigenen Familie angetan wurde. Ja, und hier haben wir wieder richtig Altes Testament, Auge im Auge, Zahn um Zahn, ja. Ein traumatisierter Mann hat es gesehen und wir mögen das vielleicht verurteilen. Aber der Charles Spurgeon hat was Interessantes geschrieben. Der hat einmal gesagt, diejenigen, die noch nie gesehen haben, wie ihr Tempel zerstört, ihre Frauen geschändet und ihre Kinder erschlagen wurden, mögen das bemängeln. Sie wären vielleicht nicht ganz so besserwissend, wenn sie auf diese Weise gelitten hätten. Ja, und keiner von uns weiß, wie wir reagieren würden. Aber der Heilige Geist hilft uns, ja, im Neuen Testament, ja, da heißt, wir sollen kein Gericht beten, sondern Versöhnung beten. Und Jesus lehrte und lebte auch das Gegenteil zur Rache. Ja, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Ja, also liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Man merkt, ja, und das können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes, ja, und er gibt uns die Kraft dazu. Also nicht gib ihnen, was sie uns angetan haben, sondern genauso, wie es in Matthäus 5, 44 beschrieben wird, oder auch Lukas 23, Vers 34, wo Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus, ja, er hat es praktiziert, er hat es ausgelebt. Und bevor wir jetzt gleich ins Gebet gehen, hatte ich einfach auch noch den Eindruck, ja, dass du dich auch gerade so fühlst, wie in Babylon, ja, wie in einer Gefangenschaft. Du weißt, da ist Gottes Freiheit, da ist Gottes Gegenwart, da ist der Bund mit Gott, aber du fühlst dich so entfernt, ja, und du fühlst dich wie, ja, du hast vielleicht auch nicht die Kraft, Lobpreis, Gott zu loben, Gott zu preisen, ja, und Gott ruft dich heute auch zurück
aufzustehen, ja. Er hat dir die Türe aufgemacht, ja, aus Babylon raus. Und ich würde gerne auch jetzt dafür beten.